Nichts, was ich jetzt so gerne nehmen würde, auch wenn es Serikal verbessern könnte in zwei Aspekten. Er würde doch zu viel Ausdauer verlieren. Oh, gerade mal 20 Punkte. Hätte dann mehr Mana. Okay. Dann lassen wir das so. Können jetzt hier wieder hoch. Hier wieder raus. Und das da. Nicht da. Okay, da einsetzen. Jetzt haben wir schon den Saphir. Ein Rubin. Und einen Amethyst, oder? Ja. Amethyst. Was wollte ich? Ich wollte es werfen. Gott. Das heißt, es fehlt nur noch dieser Weg hier. Hi Diablo. Wie geht's dir so? Ich sehe, hast du schlechte Laune, hä? Wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich, weil ich auf dich einprügel. Deswegen prügelst du zurück. Okay. Zwei Wege. Basilisk. Ich will immer Nagas sagen. Hey, aber das sind die einzigen Doppelgegner, die hier unten auftauchen. Aschebasilisk. Oh, er hat uns gesehen, oder? Jetzt hat er uns gesehen. Die Schlickspucke, die kannst du dir sparen. Feuerball, den lenken wir ab. Ist die Schlickspucke, okay, die erwischt uns diesmal. Was macht die doch mal? Absorbiert Heilung. Ah. Mist. Okay. Kleines bisschen fadig. Ach, den kriegen wir noch. Uff. Okay. Einmal Schinken für alle. Dann noch einmal Heilung. Kriegt ihr beide noch was zu trinken? Pulsiert das Barakt ist okay. Platinum-Amulett des Bären.
Oh ja, was für Hagrim. Sollte ich hier das geben? Nee, nicht unbedingt. Obwohl, mehr Stärke ist vernünftig. Ah, ihr zwei. Lassen wir den mal. Okay. Hier ist dann, glaube ich, der Ausgang. Ja, sehr schön. Nachricht. Jetzt ist deine Zeit gekommen, zwischen einem schnellen oder langsamen Tod zu wählen. Okay, ich kann auch mit beiden Maustasten laufen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es das war. Gehen wir durch diese Tür, gibt es wahrscheinlich kein Zurück mehr. Wir sollten also nicht leichtfertig sein. Also ja, der Point of No Return ist das dann. Und das war die Karte übrigens. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Weg nach oben zurück. Der könnte zum Beispiel hier sein. Malertag ist schön und gut. Da ist wieder ein Knopf. Oh, wartierte Legendäre. Alles grün für Serikal. Gut. Und das hier sieht aus wie der Weg nach oben. Ja. Oh ja, natürlich hier alles aufdecken. Ich glaube nicht, dass in dem Gift was versteckt ist. Also in dem Giftnebel. Hier unten meine ich in dem Giftnebel halt. Wir werden das jetzt wie folgt machen. Ich werde mir den Giftnebel angucken.
Okay, Safe Point. Da wäre aber auch noch ein Weg. Okay, Safe Point. Gut. Muss ich mich erstmal hochheilen? Okay, Safe Point mit einer Kutte für Sylastra. Hier ist nichts. Das heißt, das nächste ist in die Richtung. Safe Spot. Okay. Weg nach draußen habe ich schon mal gefunden. Dann gehen wir wieder rein. Die gebe ich lieber Hagrim. Macht zwar seine Beweglichkeit runter, aber pariert, ausweichen, Rüstung und Ausdauer hoch. Wie sieht es jetzt mit der aus? Nein, Talisa hat was Besseres. Das heißt, wir haben noch die Abzweigung hier. Geh also einfach schon mal rein. Geh hier rein. Heil gegen. Auf der einen Seite ist es doof, dass es keinen Schlaf gibt. Auf der anderen Seite gibt es wenigstens keinen Permanent-Tod, außer die ganze Gruppe ist tot. Ein schwacher Trost, hä? Okay. Hier ist nichts. Drin. Das heißt, wir können wieder hier raus. So, ich gehe jetzt zurück in diesen Raum hier. Schreckt mich gerade, weil die zwei gestorben sind. Gib dem was zu essen, heil sie hoch. Heil sie doch mal. So, hier mache ich jetzt einen Quick Save erstmal und einen kurzen Cut und guck mir die Komplettlösungsmap von dieser Ebene an, damit wir auch ja nichts vergessen, ob hier noch was ist. Da decken wir die Karte fertig auf, gucken nach den Secrets, wenn noch welche da sind, und dann geht's zum Ende. Also, bis gleich.